Freunde, kurze Geschichte. Ich hatte die Situation 2008, da hatte ich einen Urlaub gebucht und zwar in die Türkei. Mit meinem besten Freund hatte ich die Möglichkeit, nach sehr vielen Jahren Einsatz in der Gebäudereinigung das erste Mal für eine Woche Urlaub zu machen. In diesem Urlaub ist Folgendes passiert. In diesem Urlaub ist die Situation zustande gekommen, dass ich die Löhne und die Gehälter meiner Mitarbeiter nicht bezahlen konnte. Wie war das? Es gab damals noch Online-Banking mit SMS-TAN und ich hatte die Situation, dass ich jetzt zur Mitte des Monats die Überweisungen selber ausführen wollte, online über ein Internetcafé. Damals hatte ich noch keinen Laptop, bin in ein Internetcafé gegangen und habe dort im Internetcafé die Überweisungen ausgeführt. Und als ich mich dann eingeloggt habe im Online-Banking, habe ich meinen Augen nicht trauen können. Ich hatte große Kunden, ein paar große Kunden, Großaufträge, die einfach ihre Rechnungsbeträge nicht bezahlt hatten. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass das Geld einfach auf dem Konto fehlt. Und das Geld hat absolut gefehlt. Es war ein fünfstelliger Minusbetrag auf meinem Bankkonto, also auf dem Bankkonto meiner Firma. Und das hat dazu geführt, ja, dass ich diese Gehälter von den Mitarbeitern zum 15., also zum 14. nicht überweisen konnte. Am nächsten Tag war dieselbe Situation. Ich habe auf dieses Konto geschaut, morgens, ich bin direkt aufgestanden und hatte schon auch wirklich eine Nacht, also eine schlaflose Nacht. Es war die erste Nacht, wo wir dort vor Ort waren. Und dann habe ich festgestellt, morgens direkt wieder ins Internetcafé gehuscht, geschaut, wieder kein Geld drauf. Und in diesem Moment habe ich wirklich verstanden, scheiße, ich kann jetzt den Menschen den Lohn und den Gehalt nicht bezahlen, dass sie ihre Familie ernähren können. Dass sie das hart erarbeitete Geld von dem ganzen Monat nicht verwenden können, um ihre Familie den Kühlschrank zu füllen. In dieser Situation habe ich dann meine Bank angerufen und habe darum gebeten, dass man diesen Überziehungskredit einfach erweitert. Und die Antwort, die ich von der Bank bekommen habe, von meiner Bankberaterin damals, und war, dass es absolut nicht möglich ist, den Überziehungskredit zu steigern. Absolut nicht. Sie hat gesagt, wir haben jetzt neue Richtlinien intern in der Bank. Wir haben ja, das war auch zu der Zeit, wo eine Wirtschaftskrise da war. Und es war einfach kein Geld da und ich konnte kein Geld überweisen. Ich habe gebettelt, gefleht, dass man wirklich diesen Betrag freigibt. Okay, es war nicht möglich. Dann habe ich das in irgendeiner Form das Thema gelöst. Nämlich im Familienkreis und Freundschaftskreis. Da hatte ich tolle Menschen um mich, die mich auch unterstützt haben und gesagt haben, hey, ich vertraue dir, wenn du mir das in 14 bis 30 Tagen das Geld wieder zurücküberweist, dann kann ich dir das ausleihen. Und so ist es dann gekommen. Somit konnte ich mich aus dieser wirklich sehr stressigen und verzweifelten Situation auch befreien. Und als diese Befreiung kam und ich dann nach etwa, ich glaube, 7-8 Tagen wieder zurück war aus dem Urlaub, und dann auch irgendwo wieder in Deutschland auch angekommen bin, war folgende Situation. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung habe ich eigentlich schon direkt in der Türkei getroffen, aber da ging es mir ja noch darum, ein paar Tage im Urlaub zu genießen. Aber ich habe die Entscheidung eigentlich auf dem Rückflug wieder nach Hause getroffen. Ich habe gesagt, ich werde für diesen Bereich Zahlen, Daten, Fakten mir einen Profi holen. Einen Profi an die Seite holen, wo wirklich sein Handwerk oder auch seine Arbeit versteht. Weil ich habe zu diesem Zeitpunkt die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit über dieses ganze Zahlenwerk absolut gar keinen Überblick gehabt. Ich habe mein BAs bekommen vom Steuerberater und habe die mir angeschaut. Da waren so viele Zahlen drauf mit so vielen verschiedenen Positionen. Ich wusste gar nicht, warum der Steuerberater mir das schickt und was da drin steht. Ich habe auf mein Konto geschaut, ich habe gesehen, oh, da kommt Geld rein. Aber ich habe nur gesehen, dass viel mehr Geld rausgeht. Finanzamt, Steuern, Versicherungen, Mitarbeiterkosten, Knappschaften und. Ja? Und ich habe das mir wirklich immer wieder angeschaut und gesagt, hey, irgendwo ist hier dieser Fehler begraben. Und ich habe wirklich viele Jahre versucht, irgendwie auch selber das zu kapieren. Und jetzt kommt die Lösung, meine Freunde. Die Lösung ist wirklich dann entstanden, als ich einen Profi hatte, der das Ganze überblickt hat. Und da kannst du jetzt zugreifen auf verschiedene Parteien, die das für dich in deiner Firma lösen. Du kannst mit deinem Steuerberater enger im Boot arbeiten.
Du kannst den Steuerberater nicht nur dafür nutzen, dass er diese Auswertungen erstellt, dass er deine Buchhaltung macht, sondern dass der dir auch erklärt, wo du Potenzial hast zum Einsparen, wo du Potenzial hast, wie du deinen Gewinn steigern kannst und wie du auch steueroptimierend das Ganze in deiner Firma gestalten kannst. Du kannst dir einen Unternehmensberater an deine Seite holen. Das ist auch das, was wir machen hier bei Erfolg mit Reinigung, dass wir Gebäudereiniger dabei unterstützen, auch ihr Zahlenwerk, ihre wichtigsten Kennziffern im Blick zu haben, dass sie verstehen, was mache ich hier, was muss ich eigentlich für Ziel erreichen, dass meine Firma profitabel wird und Gewinn abwirft. Oder du kannst im dritten Step dir auch zum Existenzgründercoach oder Gründungscoach mit an die Seite holen. Es gibt da sehr viele verschiedene, Coaches, die auch in diesen Bereichen unterstützend wirken. Das Wichtigste ist aber aus meiner Sicht, dass du eine langfristige Begleitung hast. Dass es wirklich eine langfristige Begleitung gibt, wo dich langfristig zum Erfolg führt. Und nicht nur kurzfristig, jemand guckt sich das an, pam, 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 und gibt dir irgendwie Input und sagt dir, was du jetzt besser machen kannst oder schlechter machen kannst. Und es muss überwacht werden. Es muss ein richtiges Controlling in deiner Firma implementiert werden. Du brauchst einen Profi an deiner Seite, jemand, der das wirklich überwacht und dir auch Feedback gibt, so dass du dich immer permanent verbessern kannst. Wenn du wissen möchtest, wie du das machen kannst und wenn du dazu Hilfestellung brauchst, dann kannst du auf unsere Seite gehen, www.erfolgmitreinigung.de und hol dir dort einfach die Möglichkeit, schau dich um und dort haben wir auch die Möglichkeit zu einem kostenlosen Strategie-Session, wo wir miteinander mal sprechen und deine spezielle Situation analysieren. So, und jetzt würde ich sagen, bist du an der Reihe? Wir sehen uns, wir hören uns und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Die Hürde, von dieser Bequemlichkeit rauszukommen, nicht so leicht gewesen und ich wusste nicht, wie ich an einen Neukunden rankomme. Durch diese ganzen Strategien, die er sagt, das sind alles logische Sachen, die man das wirklich auch tun muss. Dafür braucht man entweder bei solchen Bequemlichkeitsmenschen einmal entweder am Hintern zu treten oder unter die Arme zu greifen. In dem Fall ist beides. Ich freue mich darauf, dass Sie mir die Chance gegeben haben, nochmal aufzustehen. Und ich werde jederzeit Sie empfehlen, weiterempfehlen. Und mach so weiter.